Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich im Zentrum. Chaostage, Kasperltheater, Satireprojekt. Das sind noch die harmloseren Überschriften, die derzeit in der Diskussion und Kommentierung rund um die Vorsitzendensuche in der SPÖ zu lesen und zu hören sind. Wie wird diese ohne Zweifel entglittene Suche ausgehen? Das diskutieren wir heute im Zentrum. Zu Gast bei mir Verena Dunst. Sie ist Landtagspräsidentin im Burgenland aus der Landespartei Doskozils, also der diese Dinge ja alle ins Rollen gebracht hat. Bei uns zu Gast Gerhard Weißensteiner, einer der 73 Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz, Repräsentant jener, die gemeinhin nicht als politische Schwergewichte gelten, aber Interesse an der Mitgestaltung der Partei haben. Paul Stich ist bei uns Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, Florian Klenk, Chefredakteur der Zeitung Falter, Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil, und Katrin Steiner-Hämmerle, Politikwissenschaftlerin. Ihnen allen einen schönen guten Abend, und Sie, meine Damen und Herren, zu Hause, diskutieren Sie mit. Wie immer ist das auf debatte.orf.im Zentrum möglich. Herr Weißensteiner, warum meinen Sie, als einer jener, die sich gemeldet haben, zu kandidieren und den Vorsitz anstreben, der bessere SPÖ-Chef zu sein, besser als Randy Wagner zu sein? Der Grund, warum ich kandidiere, ist einfach, dass ich meine, dass alle zwei Kandidaten irgendwie schon ein bisschen beschädigt sind. Und die SPÖ braucht jetzt ein neues Gesicht, ein bisschen eine gewisse Neuausrichtung, dass sie die SPÖ wieder nach vorne bewegt. Die SPÖ ist eigentlich eine sozialdemokratische Basispartei, die Mehrheit der Menschen anspricht. Aber sie hat sich im Grunde für die letzten Jahre hat sie sich ein bisschen von der Basis entfernt, und wir müssen wieder die Partei zu der Basis zurückbringen. Und das ist mir wichtig, und darum kandidiere ich für das Amt. Sie sind in einer niederösterreichischen Ortsgruppe Parteikassier, aber was können Sie besser, glauben Sie? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt besser kann, aber ich denke, wir müssen die Partei wieder mehr zu den Leuten bringen. Wir haben sie in den letzten Jahren, ist sie von der Basis entrannt, und man sieht, die Probleme, die brauchen andere Lösungen als das, was wir jetzt angeboten haben. Und das hätten Sie auch Hans-Peter Doskozil nicht zugetraut, der zu Beginn der einzige Herausforderer war. Ja, aber der hat es zu spät meines Erachtens gemacht. Der hätte es vielleicht ein bisschen früher starten sollen. Wollten Sie das so? Ich frage Sie jetzt als Vertreterin nicht nur der burgenländischen Landespartei, sondern natürlich auch als Vertraute von Hans-Peter Doskozil. War das der Plan, dass da jetzt plötzlich 72 weitere Kandidaten gibt? Zuerst einmal schönen guten Abend, und ich darf mich anschließen. Und ich, Genosse Weißensteiner, ja, wir sind eine starke Partei, eine große Partei, 1874 im Burgenland, übrigens in Neudörfel, gegründet. Nächstes Jahr feiern wir 150 Jahre SPÖ. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zeigen, dass wir stark sind, dass es viele Menschen gibt. Und ich bin Hans-Peter Doskozil sehr verbunden, weil er sich durchgesetzt hat mit der Mitgliederbefragung. Jetzt haben wir 9.000 Mitglieder mehr. Die Partei ist wieder aktiv geworden. Viele Menschen interessieren sich Gott sei Dank wieder für unsere starke Partei. Ich verstehe das auch. Aber ich möchte auch gleich vorweg sagen, weil Sie sagen, ja, passt es so, wie es jetzt läuft? Nein. Und da muss ich ganz klar sagen, da muss ich einiges in der Bundesgeschäftsstelle ändern, weil ich verstehe, dass manche Menschen jetzt sagen, was ist da los? Und daher bin ich sehr, sehr froh, dass jetzt zwar breit die Kandidaten sich aufgestellt haben, aber Sie haben vorher schon gesagt, ja, ich stehe dazu, zu Hans-Peter Doskozil, weil ich weiß, was er im Burgenland bewegt hat in diesen schwierigen Zeiten für die Menschen. Der hat gezeigt, wie es geht. Daher halte ich absolut, stehe ich dafür, dass Hans-Peter Doskozil der beste Kandidat ist. Der kann es, der weiß, wie es geht. Aber der Prozess ist entglitten, sagen Sie. Also in der Suche man muss, nach man muss ganz Führung. Klar sagen, also ich bin nicht dafür, dass man da was schönredet, was nicht, es ist, wie es ist. Schönreden braucht man nichts. Also das ist jetzt, morgen ist ja Präsidium, wo die nächsten Weichenstellungen passieren werden. Und die Bundesgeschäftsstelle hat da sicher nicht optimal gearbeitet. Und das gehört jetzt wirklich wieder in Bahnen gebracht. Aber ich bin sehr froh, 149.000 Menschen, das ist das souverän, das Mitglied, zu befragen, das ist richtig. Jetzt beziehen Sie sich auf die Bundesgeschäftsstelle, aber die Chefin ist Randy Wagner. Herr Lackner, kann die das
politisch überhaupt noch überleben, eine solche Kritik, die ja auch in gewisser Weise ihr selbst anzurechnen ist? Naja, überleben, politisch überleben kann sie schon, aber sie ist natürlich geschwächt durch diese ewige Diskussion um ihre Person. Und ich habe das auch immer ein bisschen unfair empfunden. Sie ist gewählt von einem Parteitag, von einem ordentlichen Parteitag. Sie ist in dieser Funktion. Wenn man Kritik an ihrer Arbeit übt, dann soll man das durchaus tun. Das soll in jeder Partei natürlich passieren. Aber ich habe diese Kritik eigentlich nicht wirklich gesehen von Hans-Peter Doskozil. Der hat immer nur Umfragen veröffentlicht und hat gesagt, ich bin viel besser, schaut mir die Umfrage an. Und das ist ein bisschen wenig. Ne? Ja, Fairness hin oder her, am Ende ist sie jetzt schon so beschädigt, es kann sein, dass es kaum weitergehen kann. Oder? Shakespeare's Königsdrama. Nicht? Am Ende liegen lauter politische Leichen rum. Und das ist bei dieser jetzt sehr verworrenen Situation durchaus möglich. Und man muss ja sagen, der Hans-Peter Doskozil war der Erfinder dieser Mitgliederbefragung. Das hätte sie vorher auch überlegen können, dass das vielleicht aus dem Ruder läuft. Also das jetzt alles nur abwälzen auf andere ist nicht ganz fair. Er hat das erfunden. Nicht zu Ende gedacht? Offenbar. Absolut zu Ende gedacht, Mitgliederbefragung, es war wichtig. Nochmal, es geht der Ruck durch die Partei, viele Menschen treten ein, viele interessieren sich. Es gibt viele Spitzenkandidaten, so ja. Wie auch Sie, da wird man Entscheidung treffen. Aber ihm jetzt, Herr Dr. Lackner, noch anheimzustellen, naja, der hat Schuld, dass das aus dem Ruder läuft, das weiß ich zurück. Aber hätte ich mir der ist eine Bundesgeschäftsstelle, hätte es nicht melden, Burgenland ne? gemacht, dann wäre es anders gelaufen. Naja. Aber wir werden das wieder in den Griff kriegen, ich bin ganz sicher. Warum? Es geht, Herr Dr. Lackner, letztendlich darum, wer kann in Österreich jetzt seitens der Sozialdemokratie die meisten Menschen ansprechen? Ich bin aber absolut der bleiben Meinung, wir, dass bleiben wir gleich bei der Schuldfrage. Das ist ja eine sehr interessante Frage, Frau Steiner-Emele. Wer hat das denn jetzt zu diesem Punkt gebracht, an dem die Partei gerade steht, in diesen Turbulenzen? Und ich habe es eingangs schon gesagt, in der Kommentierung von Satireprojekt bis sonst wohin. Ist es der Parteivorsitzenden anzulasten, die letztlich Chefin ist? Ja. Also was sich Hans-Peter Doskozil natürlich vorgestellt hat, ist, dass es eine Stichwahl gibt, wo die Mitglieder befragt werden zwischen ihm und Pamela Rendi-Wagner. Und dann hat es eine Dynamik gegeben, wo natürlich vor allem noch ein dritter Kandidat sich dann eingemeldet hat, der ja inzwischen wieder zurückgezogen hat. Und dann ist es so, dieser Stein ins Rollen gekommen. Das Problem der Sozialdemokratie im Moment ist, dass ja niemand zu Ende gedacht hat, wie so ein Prozess aufgesetzt werden kann und soll, dass er sinnvoll ist. Und wir wissen ja auch heute noch nicht wirklich, wie es dann weitergeht. Wir kennen die Fragestellung noch nicht. Wir wissen nicht, werden jetzt wirklich alle zugelassen oder müssen sie noch 500 oder 1400 Unterschriften sammeln. Und ich denke, das war natürlich der Fehler, wo dann das Moment, die Partei und in dem Fall natürlich auch das Parteibüro überrollt hat, wo am Schluss ja niemand glücklich hinausgegangen ist, auch nicht Hans-Peter Doskozil, der auch gemeint hat, er muss das jetzt noch sitzen lassen. Und jetzt steht die SPÖ da mit erfreulicherweise mehr Mitgliedern, aber bedauerlicherweise mit zu vielen Kandidaten. Und das kann man sich ja ganz einfach ausrechnen. Wie kann es nur einen Sieger geben, wenn es ein eindeutiges Ergebnis gibt? Aber wie ist das passiert, dass es jetzt plötzlich so viele gibt? Also sprich, das auf formalem Weg, es ist ja im Präsidium und Vorstand beschlossen worden, diese Öffnung passiert ist für alle, die sich sozusagen mit den Minimalanforderungen, Parteimitglied zu sein bis zu einem Stichtag, bewerben können. Also mich erinnert es ja ein bisschen an die Bundespräsidentenwahl, muss ich sagen, wo man auch nicht zufrieden war mit der Auswahl. Und dann haben einfach noch ein paar gesagt, nein, das kann ich auch, da mache ich mit, ist eh nicht so schwer, diese Hürden schaffe ich auch. Also man ist mit nichts zufrieden und meldet sich hier einfach ein. Genauso wie man dann auch mit diesen 5 zusätzlichen Kandidaten bei der Bundespräsidentenwahl dann auch erstaunt war. Aber natürlich ist es möglich, Menschen sind aktiver geworden, mündiger, selbstbewusster, vor allem Männer, wie wir gesehen haben. Und ich glaube auch nicht, dass morgen alle 73 überbleiben. Da werden sicher ein paar Nichtmitglieder dabei sein, vielleicht auch Kandidaten, die man aus anderen Gründen noch ablehnen wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn 55 sind, ist es natürlich auch noch zu viel. Also wie soll die Partei jetzt damit umgehen? Sie müssen eine Lösung finden, dass die entweder sich in Teams zusammenschließen oder dass man zumindest sagt, am Ende sollen 3, 5 die aussichtsreichsten überbleiben, weil ohne klares Ergebnis am Ende dieser Befragung wird die SPÖ nicht aus diesem Dilemma herauskommen. Und interessant finde ich ja noch eines, dass es ja noch eine
quasi Sicherheitsbremse gibt mit dem Parteitag. Also so ganz traut man ja auch den eigenen Mitgliedern nicht, dass man ihnen jetzt wirklich das überlässt, sondern man kann ja dann am Parteitag noch einmal quasi auf die Karten dann, auf das wollen wir dann. Auf das wollen wir dann. Aber wie sehen Sie es? Parteitag gibt es keinen mehr, der ganz offen also, ist in der Abstimmung. Ganz sondern klar ist, Freitag war Deadline. Mitglieder konnten bis Freitag Mitternacht noch zugehen. Zweitens, Kandidatensuche, Meldung ist auch beendet. Die Mitgliederbefragung ist bindend. Da kann nicht am Bundesparteitag noch was passieren. Nein, die Mitgliederbefragung ist bindend. Mitglieder sind ja das höchste Souverän. Deren Meinung wird sich durchsetzen. Stimmt nicht. Und das nächste, es ist statutarisch nicht richtig, aber nicht die faktische Kraft. Aber vielleicht noch einen Satz. Es wird darum gehen, dass es jemanden gibt, er, Sie und ich stehe zu Hans-Peter Doskozil, die am Ende, erinnern Sie sich an Wien, gab es ja auch mehrere Kandidaten, der einfach wieder die SPÖ eint und ich würde ihm diese Kraft zutrauen und dann wird er ein Team zusammenstellen, wo sich alle bilden. Also jetzt ist Sozialdemokratie zu sehen als ein Wirrhaufen, ja. Aber das wird sich lösen, da braucht es die geeignete Führung dazu. Aber wird er sich umgekehrt auch an das Votum halten, das ist ja die Frage. Na, ganz sicher. Also wir leben in einer Demokratie. Auch mit einer Stimme weniger. Die Frage ist natürlich, genau was das so für ist. Die Partei bedeutet. Das möchte nicht. Ich auch. Das stimmt nicht. Der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende wird von einem Parteitag gewählt. Das steht so im Parteistatut. Da kommt man nicht rum. Na klar, aber die Mitgliederbefragung ist voran. Ja, und ich bin ganz sicher, dass die Mitglieder sich beteiligen werden. Ja. Und dass am Ende sich natürlich jeder und jede sich daran hält, was die Mitglieder sagen. Aber genau, was die Frau Steiner-Hämmerle aufgeworfen hat, ist ja tatsächlich eine sehr spannende Frage. Nämlich, man ist zunächst zu Beginn ausgegangen von möglichen zwei Kandidatinnen. Wir haben jetzt gesehen, dass es sehr viele gibt, vermutlich mehr als einige damit gerechnet hätten, was grundsätzlich jetzt auch gar nichts Verwerfliches sein muss. Ich glaube, da wird man Lösungen finden, wie man damit umgeht. Die entscheidende Frage ist aber aus meiner Sicht, wie schafft man es, dass aus dieser Mitgliederbefragung, und wir waren ja auch nach der Kärntenwahl der Sozialistische Jugend, diejenigen, die versucht haben, das anzutreiben, um diese Führungsfrage schlicht und ergreifend zu klären, weil es darum gehen muss, sich auf die inhaltlichen Themen zu fokussieren. Genau. Und die Frage, die man sich, glaube ich, morgen und darüber hinaus stellen muss, ist, wie schafft man es, dass diese Mitgliederbefragung aus diesen jetzt mehr als 50 Kandidatinnen einen eindeutigen Mitgliederwillen hervorgehen lässt. Das heißt, die Parteivorsitzende hat einmal vor ein paar Wochen gesagt, man kann nicht halb schwanger werden. Dem stimme ich zu. Aus meiner Sicht kann man aber auch keine halbe Mitgliederbefragung machen. Das heißt, es geht schon auch darum, morgen und darüber hinaus einen Modus zu finden, wo eben der Wille der Mitglieder, sei es in einem Präferenzwahlsystem oder sonst irgendwie, hier auch klar hervorkommt. Der Parteitag, also der wählt die Parteivorsitzenden nach Statut, da haben Sie recht, Herr Lackner. Aber umso wichtiger wäre es, glaube ich, einen Prozess aufzusetzen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die hoffentlich auch morgen viele Genossinnen und Genossen zu sehen in den entsprechenden Gremien, damit eben auch ein eindeutiger Mitgliederwille erkennbar ist und man eben nicht die Mitgliederbefragung macht, um dann am Parteitag zu gehen und zu sagen, na gut, tun eh alle, was wollen. Das wäre aus meiner Sicht doch ein sehr kontraproduktiver Vorgang. Und trotzdem, wie der Herr Lackner sagt, die Statuten geben es her. Es kann natürlich dort jeder theoretisch oder auch praktisch kandidieren und somit ist eine große Widersprüchlichkeit zumindest jetzt einmal vorhanden. Insofern ist es überraschend, wenn jemand sagt, so schlimm ist es aber gar nicht für die Partei. Das verwundert zuweilen, weil ja in der Regel sehr negative Beurteilungen abgegeben werden über den Zustand. Ich glaube, die Sozialdemokratie hat es geschafft, in den letzten 20 Jahren, dass jeder Streit über eine programmatische Ausrichtung als etwas Schlechtes gesehen wird. Die vielbeschworene Lesinger Partie hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie in den Medien aufgetreten ist wie Sprechautomaten. Auch Randy Wagner hat ja sozusagen, wenn sie Interviews gegeben hat, meistens völlig anders gewirkt, als sie wirkt, wenn man mit ihr persönlich redet. Vielleicht muss man das kurz erklären, das ist innerhalb der Wiener Partei. Das ist innerhalb der Wiener Partei eine Gruppe, die sozusagen sagt, nur nicht streiten nach außen, nicht? Und nur nicht Kanten zeigen, sondern man versucht irgendwie sozusagen ein bisschen die Wogen zu geben. Und das, was wir jetzt erleben, ist doch eigentlich etwas, jetzt bürste ich ein bisschen gegen den Strich, eigentlich was sehr Schönes. Da beginnt auf einmal zivilgesellschaftliches Engagement. Ich habe einen Nachbarn, der sich politisch nicht wahnsinnig interessiert, der weiß nicht einmal, wer der Robert Habeck ist, der ist gestern in die Partei eingetreten und hat gesagt, der Babler, der taugt ihm, weil der ist irgendwie so erdig und der hat es mitgekriegt, dass der Babler da eine Schulküche baut in den Semperithallen gemeinsam mit dem Schellhorn für die Kinder und wie er das Flüchtlingslager gemanagt hat und dass er die Probleme managt und nicht skandalisiert und das interessiert ihn und auf einmal fängt er an, Zeitung zu lesen und schaut sich wahrscheinlich die Sendung an. Und das ist doch an und für sich das, was sich eine Partei nur wünschen kann, dass sich auf einmal Leute, die mit der Partei nichts zu tun haben, hinschauen und sich für das interessieren. Jetzt kann ich das als Kasperltheater framen.
Man kann sagen, das ist alles nur also ein bisschen ist es dazu aber auch geworden. Man musste plötzlich erklären als Partei ganz ernsthaft, warum Gerald Groß, den wir aus dem Bundespräsidentschaftswahlkampf kennen, kein Kandidat für den Vorsitzenden wäre. Aber die Bundespräsidentschaftswahl wurde auch kein Kasperltheater, obwohl der Herr Groß kandidiert hat. Ne? Das ist halt so. Es können auch Kasperl kandidieren. Das heißt ja noch nicht, dass sie nicht in der SPÖ oder ist. Nicht, ja. Oder können ja, so aber tun, als würden sie auch am Parteitag, wenn sie theoretisch Mitglieder wären. Also mit dem muss man, glaube ich. Aber ich will auf was anderes auf. Man sieht doch das erste Mal, dass diese Partei, die hat in den letzten 10, 15 Jahren große Themen eigentlich aufgelegt bekommen. Die Pandemie. Wir haben die oberste Pandemiebeamtin des Landes hat die Partei geführt, hat sich da nicht wirklich positioniert. Die Inflation. Der faschistoide Angriff von Putin auf eine liberale Demokratie. Die Heizkosten, die Wohnungsmieten, die Inflation, die Korruption der Regierenden. Das sind ja lauter Themen, die eine SPÖ-Führung das sind ja lauter Bälle, die man nur fangen muss. Und die hat aber kommunikativ daraus nichts gemacht. Und jetzt gärt es in dieser SPÖ und jetzt gibt es Leute, die sagen, wir können es besser. Ich weiß nicht, ob es der Herr Doskozil besser kann mit dem bisschen populistischen Rechtsblinken. Ich weiß nicht, ob es der Herr Babler besser kann, der sozusagen eher populistisch nach links blinkt. Ob es die Rendi Wagner besser kann, die sozusagen eher die staatsmännische Pose hat. Aber jetzt können die Mitglieder darüber entscheiden und man wird es sehen. Und das ist eine ganz wichtige Position. Wollen wir die Personen auch durchaus durchgehen hier in der Runde, weil das für vielleicht 140 oder mittlerweile 150.000 Parteimitglieder von Interesse sein kann, aber auch für Menschen, die die SPÖ natürlich nicht wählen, von Interesse ist, wer diese Partei führt. Aber bleiben wir noch, weil das jetzt auch durchaus hier zu Unstimmigkeiten geführt hat, beim Prozedere. Würden Sie das für gerechtfertigt halten, wenn wir jetzt so sagen, vom Gusenbauer gibt es ein Buch, das heißt, die Wege entstehen im Gehen aus den Nullerjahren, dass man jetzt wirklich so im Gehen ganz neue Regeln wieder aufstellt und zuerst die Menschen einlädt, wie Sie, Funktionäre an der Basis, sich zu bewerben und plötzlich heißt, das war eigentlich ein Irrtum, wir haben nicht gedacht, dass es so viel gibt, jetzt müssen Sie noch irgendwas beibringen, Unterschriften, einen Beschluss der Bezirkspartei oder was auch immer da morgen allenfalls herauskommt. Wäre das ein Weg für Sie? Nein, das ist absolut kein Weg und es gibt ja die sozialen Medien schon genug, die was diesen Weg, der was jetzt mit der Beschränkung kommen würde, in welcher Form auf immer, ob es jetzt die 1% ist, die was von links kommen, die 1400 Unterstützungsunterschriften oder 0,5% oder Bezirksausschuss, da werden Leute zum Gehen. Ich bin mir sicher, da werden Leute den Klagsweg beschreiten. Weil es kann nicht, man muss im Vorhinein schon sagen, man muss wissen, was man macht. Jetzt sind wir in dem Dilemma und meines Erachtens müssen jetzt eigentlich alle, was jetzt sich gemeldet haben, am Stimmzettel stehen. So traurig das klingt. Aber man kann nicht am Prozess auf halber Strecke umdrehen, weil man draufkommt, es funktioniert jetzt so nicht mehr. Es haben sich einfach so viel gemeldet. Und auf der anderen Seite ist die Message rausgegangen, ja, wenn du einfaches Parteimitglied bist, kannst du dich bewerben. Das war die Motivation. Für nicht nur für mich, für viele andere auch. Die haben gesagt, sie haben sich gedacht, wer auch immer jetzt der Vorsitzende wird, sie haben sich gedacht, ja, das kann ich auch, das mache ich auch. Aber es kann ja nicht im Interesse der Partei sein, dass jeder, der glaubt, der wird der Vorsitzende, ist auch. Naja, aber da muss ich von vornherein. Das muss man so realistisch, muss man sich auch einschätzen können. Den Prozess muss ich anders beginnen. Rein formal hat er natürlich recht. Wenn ich eine Mitgliederbefragung mache oder eine Mitgliederabstimmung, dann muss ich vorher Regeln festlegen. Das ist gemacht worden oder ausgerufen worden, ohne dass irgendeine Regel festgelegt wurde. Das ist ja absurd. Es war schlecht. Auch hinauskommen. Kann man die Regeln jetzt plötzlich wieder ändern oder stößt man dann nicht sehr viele Leute mehr als die dann ausgeschlossen sind, mehr als den weißen Steiner vor den Kopf und sagt, aha, jetzt da wieder nicht? Naja, es ist ja ein kompletter Blödsinn, wenn man jetzt glaubt, dass man, wenn man die Regel ändert, dass jetzt zwar weniger am Stimmzettel sind, aber die Unzufriedenheit in der Partei wird ja massiv größer, weil dann weiß man ja nicht mehr, in welcher Richtung alles wir gehen, weil dann heißt es ja so auf die Art, naja, der richtet es halt wieder, wie er es gerade braucht. So auf die gute deutsche Art. Und das ist der falsche Weg. Man muss den Prozess jetzt zu Ende führen. So wie er jetzt ist. Er ist nicht richtig aufgelegt worden. Aber bevor wir uns jetzt da verstecken in die Kleinteiligkeiten eurer Parteiprogramme. Ich finde, wenn man da ein bisschen das Bigger Picture malen will, geht es doch um die Frage, ob die SPÖ jemanden findet, der es schafft, diesen Frust, den die Leute mit den Großparteien haben, sozusagen umzudrehen. Und da gibt es Leute, die sagen, wir wollen das
wir wollen das anders machen. Der Babler ist so jemand, der Doskozil ist so jemand, der sagt, wir wollen diese Lähmung, die da über diesem Land liegt, ja, schauen wir nach Niederösterreich, wo sogar der Bundespräsident bei der Angelobung sagt, wir wollen sozusagen diese Energie aufnehmen und irgendwie verstärken. Und die Frage ist, ob die SPÖ das noch schafft. Ja, ist sie noch eine Volkspartei, die 30% kriegen kann, oder ist sie irgendwann verschwunden? Ja, ich meine, das ist die große programmatische Frage. Allein, ja, genau, aber allein, dass quasi die Notwendigkeit da ist, zeigen ja die letzten Tage. Ja. Also man muss sich ja nun mal auch nicht, also teilweise ein bisschen verwundern, der fast sogar die Erwartungen übertreffend. Trotz dieser Debatten in den letzten Wochen und Monaten sind in den letzten Tagen fast 10.000 Leute in die Partei eingetreten. Also das zeigt ja auch, wie groß der Wunsch nach einer Alternative ist. Aber zeigt es nicht auch, dass die Leute interessiert sind am Catchen sozusagen, aber in den Mühen der Ebene, wenn es darum geht, programmatisch etwas zu entwickeln, natürlich nicht dabei sind und im Übrigen das ja keine Wählerinnen und Wähler sind, die zusätzlich dazukommen, sondern ich gehe mal davon aus, zu einem größten Teil eine Affinität zur Partei haben und ohne dies dann die SPÖ gewählt hätten. Aber es geht schon ganz stark darum, Herr Leitner, aus meiner Sicht, dass es für uns alle, also die SPÖ ist ja kein Haus, wo SPÖ draufsteht, sondern das ist die Summe ihrer Mitglieder und Sympathisantinnen, die am Ende des Tages auch laufen muss, damit Wahlkämpfe funktionieren. Also ansonsten werden auch die Ergebnisse und die Mehrheiten jenseits von Schwarz-Blau nicht so hergestellt werden können. Und von dem her sind sie das oberste Souverän. Und ich halte das grundsätzlich für auch durchaus vielleicht einen Hilfeschrei, den man irgendwo hier abgibt, wo man auch sagt, man muss wieder verstärkt auf die Leute hören, für die oder die einen eigentlich ins Kanzleramt oder wo auch immer hin entsprechend hineintragen. Besonders, weil man eben auch eine inhaltliche Alternative braucht zu dem, was da gerade passiert. Also wir leben in einer Zeit, wo Leute, die 40 Stunden hackeln, am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie mit dem Geld auskommen. Und von dem her ist da ganz klar, dass all jene Leute, die jetzt sich entschlossen haben, ein Stück des Weges mit uns zu gehen, auch wichtige Stützen sind, wenn es in weiterer Folge darum geht, eine positive Stimmung zu erzeugen, dafür zu zeugen, dass man wieder mit einer breiten Brust nach außen geht und am Ende des Tages im besten Fall auch dazu kommt, dass man als SPÖ wieder Wahlen gewinnt und Mehrheiten jenseits von Schwarz-Blau herstellt. Sie schütteln vehement den Kopf, Herr Leitner. Ich würde diese Euphorie, ich will die jetzt nicht einbremsen. Ja? Aber ich sehe da schon ein Problem auch bei diesen Parteibeitritten. Also man ging davon aus, dass die SPÖ 130.000 oder 140.000 Mitglieder hat. Nicht? So. Wenn man eine 40-prozentige Wahlbeteiligung annimmt, dann wählen ungefähr 60.000 Stimmen mit. Ja? So, jetzt sind 10.000 oder 9.000 Leute neu beigetreten. Diese 9.000 wären dann 15%, nicht? Ungefähr. Und die wählen, die stimmen sicher ab. Ja? Weil sonst die sind dann, aus dieser Motivation heraus wahrscheinlich jetzt eingetreten. Bei, ja? Also 15% jener, der 100%, die da abstimmen, sind Neubeitritte. Jetzt wird natürlich, wenn das Ergebnis knapp ist, wird der eine oder andere Kandidat sagen, du hast da 2.000 Leute hineinbuxiert in die Partei, das ist alles gefälscht, das ist manipuliert. Und das ist ja die große Gefahr bei so Mitgliederbefragungen. Das Manipulations... müssen Sie ja nicht, aber ich sage Ihnen ja nur die Zahlen. Wenn 15% der Abstimmenden neu dazugekommen sind, dann kann das natürlich das Thema nachher sein, wenn das Ergebnis knapp ist. Ja, und der Dr. Klenk hat es ja vorher ganz klar gesagt. Die Menschen wollen Veränderung haben. Die Menschen wollen, die Sympathisanten und die Mitglieder wollen Veränderung haben. Da stehen einfach Leute für Veränderung, wie Doskozil vor allem Sie Babler auch erwähnt. Und da geht es ganz klar darum, um eine Richtung in Österreich. Wie geht es weiter? Ja, wer ist stark genug? Und daher wird man sich einigen können. Und wenn dann 9.000 Mitglieder innerhalb weniger Tage, Sie haben von Ihrem Nachbar erzählt, das ist aber genau der Punkt, innerhalb weniger Tage sagen, ich möchte da mittun, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Die SPÖ ist eine starke Bewegung, Gott sei Dank wieder erstärkt jetzt durch die Mitgliederbefragung. Also wo ist das Thema? Und natürlich geht es auch um Dinge wie, die Menschen sehen Mindestlohn. Paul hat das vorher eh gesagt. Wem sind die zugeneigt, die 9.000 Leute? Weil der Herr Lackner gesagt hat, die sind natürlich vielleicht auch motiviert von Funktionärinnen und Funktionären, die jetzt ein Interesse daran haben, dass sie eintreten. Es ist möglicherweise ein Argument in der Debatte nachher. Wem die zugeneigt sind, aber es wird auch Leute geben, die sagen, die Bundesregierung will ich nicht mehr. Und ich bin überzeugt, ich habe mit vielen auch gesprochen, die haben schon geschaut, was da in Niederösterreich passiert ist. Und kein Mensch, und viele haben mich angesprochen und gesagt, hallo, ich bin eigentlich kein Roder, ich habe euch noch nicht gewählt. Aber ich brauche dieses Niederösterreich nicht. Ich will nicht blau, schwarz auf Bundesebene haben. Und ich denke mir, die haben das schon ausgemacht für nächstes Jahr. Und das war, glaube ich, auch eine Motivation für den einen oder anderen, der sagt, ich stimme mit, weil ich will dabei sein, um Schwarz-Blau und Kickl als Bundeskanzler zu verhindern. Ich habe etliche angesprochen.
Also dieses Misstrauen, da gab es ja schon Indizien, auch innerhalb der Partei. Also nicht umsonst wurden da Wahlkommissionsleiter abgelehnt, muss jetzt ein Notar dabei sein. Also natürlich besteht die Gefahr, dass am Ende durch irgendwelche Unregelmäßigkeiten, die vielleicht nur behauptet werden, dann der Gesamtprozess leidet. Dann muss ich auch vor etwas warnen. Natürlich ist es schön, wenn es Eintritte gibt, aber vielleicht, wenn dann die Geschichte zu Ende ist, kann es auch wieder Austritte geben. Also das heißt ja nicht, dass die bleiben oder vielleicht andere gehen, die die unterlegenen Kandidaten oder Kandidatinnen sich gewünscht hätten. Also es ist ja nicht so, dass das nur eine Bewegung sein kann. Und wenn Sie natürlich mit Ihren 70 anderen Kollegen festhalten an Ihrer Kandidatur, besteht einfach die Gefahr, wie wir es vorher schon kurz gerechnet haben, 50 Kandidaten, jeder macht ein paar Stimmen aus seiner Bezirksorganisation, von seiner Familie und Freunde, macht 1%, dann sind 50% weg. Also, und damit nimmt man natürlich jenen aussichtsreichen Kandidaten wirklich die Chance zu sagen, ich habe jetzt ein demokratisch legitimiertes Ergebnis. Was machen Sie denn, wenn der Herr Doskozil 15 hat und die Randy Wagner 18 hat? Was machen Sie dann? Ja? Also dann ist das ein Dilemma. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich freue mich auch über Diskussionen innerhalb von Parteien. Aber was hat die SPÖ in den letzten Wochen geschafft? Da gab es internationales Medieninteresse auf Niederösterreich, diese Koalition mit der Freiheitlichen Partei und der ÖVP. Und Österreich diskutiert über Personalia der SPÖ. Also in einem Moment, wo man das wirklich anders hätte können nutzen. Ich würde das gerne ein bisschen höher hängen. Die diskutieren natürlich vordergründig über Personal. Aber sie diskutieren natürlich schon über die Frage, warum es seit 2008 dieser Partei nicht gelingt, an die Spitze zu kommen, obwohl sie eine Mega-Korruptionsphase erlebt hat, eine Pandemiephase, wo man gesehen hat, warum man einen Sozialstaat braucht, wo man gesehen hat, wie das Bildungssystem gerade kracht, wo man sieht, wie das den Universitäten geht, wie die Inflation, wo die Leute merken, es passiert genau das, wofür man eigentlich ursprünglich eine sozialdemokratische Bewegung hätte. Und die liegen hinter dem Kickl. Das muss einem mal gelingen. Hinter dem laut Umfragen unbeliebtesten Politiker Österreichs liegt die derzeitige Parteichefin, die sich lieber die Hand abbeißt, bevor sie irgendwo Interviews gibt und kommuniziert. Und die SPÖ ist sprachlos geworden. Sie hat diese, ich sage es noch einmal, diese Sprechautomaten, die Menschen in diesem Lande, das hat irgendwann mit Viktor Klima angefangen und die Menschen in diesem Lande und die Menschen in diesem Lande, lauter Phrasen. Und auf einmal kommen Figuren her, ich sage es noch einmal, wie der Herr Babler, die auf einmal so reden, dass die Leute es verstehen. Die ein bisschen populistisch sind, aber dahinter irgendwie so eine sozialdemokratische Textur und offensichtlich bringt das eine Dynamik rein. Das weckt auf einmal die Randy auf, das weckt auf einmal den Herrn Doskozil auf. Und ich sehe darin nichts Schlimmes, ja, dass das geweckt wird. Dieser Kleinkram, ist das eine, aber die Frage ist, geht es nicht doch um Personen und nicht so sehr um die Inhalte irgendwann? Weil darüber ist die SPÖ vielleicht ja dann doch klar. Aber vielleicht liegt das Problem in der ganzen Debatte ein bisschen drinnen, dass man sagt, jetzt müssen wir wieder über Inhalte reden. Geht es nicht darum, wer kann es, nämlich eine Partei organisieren und dann einen Wahlkampf führen, und mit dem man gewinnen kann. Und dann, und ich weiß schon, das ist jetzt wahrscheinlich sozusagen staatspolitisch die falsche Reihenfolge, aber es käme dann erst als Drittes, wer kann dann allenfalls ein Regierungsamt ausüben. Nicht? Natürlich könnte man es andersrum sehen, aber aus der Sicht der Partei müsste ja in der Reihenfolge sein. Nicht? Wer kann als erstes einmal eine Partei organisieren? Das wäre ja auch die Chance dieser Diskussion, eben nicht über Köpfe und schon gar nicht über 70 zu diskutieren, sondern über inhaltliche Konzepte. Ja. Ja, und natürlich bei Hans-Peter Doskozil, Randy Wagner, Babler, da haben wir schon ein bisschen die Konzepte. Aber auch der Herr Babler argumentiert ja nur mit Haltung und diesen Dingen. Also was mich interessieren würde jetzt als Mitglied, um wirklich eine Wahl zu treffen, wäre zu sagen, okay, und was sind jetzt wirklich die strategischen Überlegungen? Stichwort Koalitionspräferenzen oder Möglichkeiten. Und was sind inhaltliche Punkte, für die dieser Kandidat steht? Weil es geht ja nicht darum, wer ist der bessere Kandidat allein, sondern es geht auch darum, in Positionen geeint aufzutreten. Ja, von oben bis unten, von Bodensee bis Neusiedlersee. Aber das ist ja auch genau der Punkt, der am Ende des Tages relevant ist. Und vielleicht noch einmal ganz kurz auf diese Debatte zurückzukommen, der mehreren Kandidatinnen. Denk, auch wenn man sich international umschaut, ist es ja nicht so, als wäre das eine Raketenwissenschaft. Also jeder US-Präsident muss davor durch eigene Vorwahlen in der eigenen Partei, um zu schauen, dass man Sympathisantinnen anspricht. Da gibt es also schon Regeln allerdings. Natürlich, also brauchen wir nicht diskutieren, ja. Da gibt es Regeln. Aber die grundsätzliche Mitgliedermobilisierung sieht man ja auch in internationalen Beispielen, dass sie funktioniert. Also Barack Obama hat als Underdog Hillary Clinton geschlagen, Donald Trump hat sich gegen das gesamte republikanische Establishment durchgesetzt. Die relevante Frage, die aber natürlich jetzt auch zu Recht aufgeworfen wird, ist jene der Inhalte. Wo es, glaube ich, schon auch sehr klar darum geht,
wofür steht die Sozialdemokratie, wo es darum geht, dass man aus der Sozialdemokratie wieder eine Partei macht, auf die man stolz ist. Und ich glaube, da liefern schon auch viele Kandidatinnen spannende Ansätze, auch weil der Herr Babler gerade genannt worden ist, wo ich nicht zustimmen würde, dass er jetzt rein mit Haltung argumentiert. Also ich glaube, die grundsätzliche Art und Weise, Politik zu machen, nämlich niemanden zurückzulassen und auf niemanden draufzutreten, ist eine, die uns als Sozialdemokratie immer ausgezeichnet und immer stark gemacht hat. Und man muss schon auch betonen, dass der Bürgermeister Babel in Dreskirchen viele andere gute Projekte durchsetzt. Wir haben jetzt die neuen Schulküchen, hat der Klenk bereits angesprochen. Genau, die haben wir schon, der Herr Weißenstein hat sich nämlich zu Wort gemeldet. Dann kommen wir gleich auf den Herrn Babel. Es ist Folgendes, das, was ich jetzt ganz sagen will. Die Politik hat einfach verlernt, die einfache Sprache. Und man kann Kickl mögen und man kann ihn nicht mögen, aber er spricht Themen an, die, was die Menschen auch berührt. Und es gibt einfach, man muss auf die Menschen zugehen, man muss schon ein bisschen einfache Sprache reden. Weil nur Verhaltung und Würde, da kann sich keiner was kaufen tun oder er weiß, um was da geht. Die Menschen messen mit den Brennpunkten, da gibt es meiner Meinung nach noch zwei große Brennpunkte, die was die Menschen wirklich berührt. Das ist das Thema Asyl und das ist das Thema Treuung. Und diese zwei Punkte muss eine Partei abdecken jetzt Pflege, können. Und dann gewinnt sie Wahlen. Und man braucht ja nur, man sagt immer, ja, die SPÖ ist in der Opposition, wir gewinnen nichts. Aber die Freiheitlichen sind in der Opposition und gewinnen. Aber, Herr Weißenberger, eine SPÖ müsste doch erstens einmal ganz deutlich sagen, wenn sie schon auf das Thema setzt, dass man das Problem löst und nicht skandalisiert. Und das, was den Kickl von einem, sag ich jetzt einmal, Sozialdemokraten unterscheiden sollte, wäre ja, dass er dieses Problem größer machen will, skandalisieren will. Er war übrigens der Innenminister, bei dem die meisten Asylwerber eingewandert und Asyl bekommen haben, sagt da niemand. Und es gibt Leute, die können das managen. Wie manage ich so ein Problem? Und ich erwarte doch von einem Politiker, dass er das Problem managt und nicht skandalisiert. Das ist ja das, was man Doskozil vorwerfen kann, dass er sozusagen da ein bisschen mitschwingt, ja, mit dem auf der blauen Welle mitschwingt. Ja. Das hat mit dem nichts zu tun, das Recht und Links. Das Thema Asyl, das kann man Thema, auch. Aber ich glaube nicht, dass bei den, ich glaube ja tatsächlich nicht, dass bei den Leuten das Thema Asyl das größte Thema ist, sondern das Thema Pflege, das Thema Schule, wo geht mein Kind in die Schule, wie wird meine Oma gepflegt? Ja, das ist ein Problem. Wie die Analyse in Niederösterreich war die, dass die ÖVP, so wurde ihr von Kritikern vorgeworfen, das Thema groß gespielt hat und die anderen haben dann gewonnen. Die Frage ist, das kann ja immer passieren und insofern ist es ganz offenbar schon eines der großen Themen, die entscheidungsrelevant sind, auch wenn vielleicht viele Leute das dann in Umfragen nicht sagen, weil Pflege natürlich auch sozial erwünschteres Antwortkreuzerl sein kann. Aber genau dazu wollten Sie, Frau Dunst, sagen. Genau, das ist es. Es gibt einen, der das zeigt, der das gezeigt hat, nämlich Hans-Peter Doskozil. Jeder zweite Burgenländer und 56 von 100 Frauen haben Doskozil gewählt. Wir haben die Hälfte der Stimmen abgeholt. Warum? Und der kann jetzt es auch als einziger von allen beweisen, wie es geht. Menschen geht schlecht, was haben wir? Er hat sich darum gekümmert. Mietpreisdeckel, Energiepreisdeckel und. Pflege, 71 Stützpunkte vor Ort, damit jeder Mensch weiß, dass der Oma und dem Opa gut geht und jeder von uns wird älter. Gratis Kindergarten, Kinderkrippe, gegen Teuerungen, jede Maßnahme gesetzt. Also da verstehe ich dann überhaupt die Frage nicht, die teilweise kam, wer kann's? Der hat's ja gezeigt, der wurde ja gewählt. Und natürlich, Große Weißensteiner, damit der redet Themen ja auch wie ein normaler Mensch. Das ist genau ein Punkt, dass die Menschen das angeht, ja. Bleiben wir noch kurz beim Asylthema und Doskozil, weil Sie, Herr Klenk, zuerst gesagt haben, da schwimmt er vielleicht ein bisschen auf der blauen Welle mit, wo Sie natürlich sofort jetzt dagegen gesprochen haben. Die Frage ist, wie sehr dieses Thema, wenn man es aufmacht, sozusagen dann überhaupt der SPÖ nützen kann. Darum habe ich zuerst das Beispiel Niederösterreich ins Treffen geführt, weil da ja sozusagen der Nutzen auf einer anderen Seite gelegen ist. Darf ich nur was ergänzen zu Doskozil? Als dieser Wahnsinn in Pahndorf passiert ist, wo die Flüchtlinge in diesem Lastwagen erstickt sind, da hat Doskozil, und ich kann mich erinnern, auch mit Bara als Polizist, einer der ganz wenigen Polizisten, der wirklich eine Rede gehalten hat damals, ich kann mich erinnern, im Morgenjournal, die derartig empathisch war und mittags habe ich mir gedacht, das ist für einen Polizisten, es war derartig ungewöhnlich, so zu reden und es wäre natürlich gut, wenn er das beibehalten hätte. Ich habe das Gefühl, dass er sich da ein bisschen verändert hat und auch ein bisschen sozusagen ins blaue Lager schielt. Aber Herr Lackner, Sie sind schon sehr lang gemeldet. Es ist ein bisschen mühsam, wenn Sie hier Wahlreden halten. Wir sollten schon ein bisschen über das diskutieren. Wo ist da die Wahlrede? Es gibt einen, der beweist ja schon, was geht in diesen Zeiten. Wo ist da eine Wahlrede?
sagen Sie mir das bitte. Sie halten es gerade wieder eine. Aber ist egal. Nein, falsch. Nein. Stimmt nicht. Ich will nur das mit Leben erfüllen, was der Florian Klenk gesagt hat. Du hast gesagt, er lehnt sich ein bisschen in die blaue Richtung. Ja, er lehnt sich natürlich in vielen Fragen sehr in die blaue Richtung. Er war 2019 zum Beispiel, als die FPÖ vorgeschlagen hat, eine Sicherheitswirt, das kannst du damals die Sicherheits-, eine Sicherungshaft für Leute, die eigentlich noch gar nicht straffällig geworden sind, hat er zugestimmt. Habe ich nicht ganz verstanden. Es war eine FPÖ-Forderung, der sonst niemand beigetreten ist. Er war 2020 dagegen, dass Kinder aus Moria nach Österreich gebracht werden, was die Stadt Wien, die hätte sie aufgenommen. Er war dagegen und hat gesagt, das sind Einzelmaßnahmen, die niemandem etwas bringen, da beruhigt man nur sein Gewissen. Oller Weimar beruhigt sein Gewissen, indem man Kinder aus diesen Dreckslöchern da in Griechenland herausholt. Ja? Also ich wollte das nur mit... Ich wollte, verstehe ich überhaupt nicht. Mag schon sein, aber... Aber ist vielleicht die SJ ein guter Auskunftgeber in diesem innerparteilichen Kampf zwischen links und rechts, weil die ja meistens klar positioniert ist. Sieht sich da dazwischen. also Mitte. Ich glaube... Auch hier sieht man verschiedene Zugänge und wir sind sehr stark dafür, dass man sich natürlich auch mit inhaltlichen Konzepten vorstellt und die Parteimitglieder als souverän hier eine Entscheidung treffen. Was man aber schon sieht, und das ist ja das ist immer wieder gespielte Thema, die Sozialdemokratie muss in Asylfragen rechts blinken und quasi die, oder was auch immer jetzt rechts ist, sind wir uns vielleicht nicht immer einig, wurscht, aber muss quasi die Asyllinie der Freiheitlichen übernehmen, um Wahlen zu gewinnen. Und ich finde, jetzt der schon vom Herrn Kollegen Klenk erwähnte Genosse Babler zeigt ja eigentlich als Bürgermeister von Treskirchen, übrigens wohlgemerkt, der Ort, wo das größte Erstaufnahmezentrum für Asylwerberinnen in Österreich steht, dass man mit einer Politik, die glaubhaft schaut, dass die eigenen Leute, diejenigen, die quasi schon in Österreich sind, diejenigen, die jeden Tag mit den Spielregeln, unter diesen Spielregeln leiden, unter denen wir irgendwie leben müssen, mit einer Vielzahl an Krisen, dass man die unterstützt, wo geht, aber gleichzeitig nicht auf die Leute hintreten muss, die entsprechend kommen. Und Andreas Babler macht in Dreiskirchen noch, um die Benchmark zu setzen, ohne da jetzt Wahlwerbung machen zu wollen, weil das ist ein Prozess, den man ausdiskutieren muss, aber quasi 71,5% bei den Gemeinderatswahlen in Dreiskirchen. Also ich glaube, damit ja, hat sich die SJ, glaube ich, jetzt auch ein bisschen positioniert. Nein, das ist aber ein schönes Beispiel. Ich kann natürlich die 5% mobilisieren, die sozusagen Hass in die Gesellschaft tragen, oder ich kann die 5% mobilisieren, die sozusagen sich engagieren. Und das ist schon die Case Study Dreiskirchen, dass es schafft, für Flüchtlinge zu reden und trotzdem zu gewinnen. Das ist ja interessant, wenn man da ins Mikrofon... Sie haben ja interessanterweise eine Twitter-Umfrage gestartet, wie ich gesehen habe, die repräsentativ als so manche Umfrage ist, aufgrund nur der Teilnehmerzahl, nicht unbedingt aufgrund der Verschiedenartigkeit der Leute in der Gesellschaft, nämlich in ihrer Twitter-Blase sozusagen, wo der Herr Babler, wenn man jetzt die Kowalstimmen dazu zieht, auf eine Zweidrittelmehrheit kommt. Aber die Frage, Frau Steiner-Hämmerle, ist ja die, wie ist denn das? Nicht immer sind jene Kandidatinnen und Kandidaten, die von der Parteibasis, von engagierten und involvierten Leuten gewählt werden. Da fällt mir eben schnell das Beispiel Corbyn ein, vielleicht auch ein bisschen Sanders, der war dann am Ende sozusagen nicht jetzt in einer Funktion, aber der Corbyn schon, der Labour-Chef in Großbritannien, also sozusagen das Pendant der SPÖ dort, der gepunktet hat, so wie das jetzt also auf den ersten Blick beim Herrn Babler an der Basis sein könnte, aber dann natürlich nicht mehrheitsfähig in der Wahlbevölkerung ist, wo man zumindest aus einem wahrscheinlich über die Mitte hinausreichenden Pool Leute gewinnen muss, also sprich aus dem bürgerlichen Lager Leute ansprechen muss, sonst wird es mit einer Mehrheit oder mit dem ersten Platz wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, es geht da gar nicht so sehr jetzt ums bürgerliche Lager für die SPÖ, aber man kann ja diese Frage gut festmachen an so typischen Wähler und Wählerinnen der SPÖ. Dem Hans-Peter Doskozil, da geht es natürlich noch diese Idee der Arbeiterpartei, die Hackler. Ja, die will er erreichen, die will er ansprechen, da geht es auch viel um Sprache natürlich, um auch Auftreten und Themen. Das ist natürlich ein wichtiges Kernklientel der SPÖ. Aber es ist ja auch jetzt zum Beispiel Robert Menasse wieder beigetreten, der SPÖ in diesen Tagen. Und der wäre sozusagen die andere Gruppe, ja, wo man sagt, also da gibt es auch diese Intellektuellen, auch das künstlerische Milieu, die Linken, ja, die natürlich für Zuwanderung sind, für mehr Integration. Währenddessen natürlich die Gewerkschaft und die Arbeiter eher abwehrend sind. Und dieses Dilemma, in der befindet sich die Partei immer, sie können jetzt natürlich schon sagen, ja, wir machen irgendwie alles. Aber es kommt dann einfach zu Situationen, wo man Farbe bekennen muss. Und dann kann man nicht beide Gruppen gleich bedienen. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen diese auch Richtungsentscheidung jetzt zwischen diesen beiden Kandidaten. Gehe mehr auf
ich will es jetzt eben nicht bildungsbürgerlich nennen, aber natürlich schon Bildungsschicht, die aber links ist, auch eher in den Städten wohnt, oder bin ich eher verständlich für die Arbeit? Und das ist ganz unterschiedlich, mit was ich sie anspreche, aber nicht nur, wie ich sie anspreche und mit welchem Spitzenkandidaten, sondern einfach auch mit der Positionierung. Und ich glaube, da kann sich die SPÖ einfach nicht immer drüber hinwegschwindeln versuchen, weil was passiert am Ende, wenn man die Bevölkerung fragt, und welche Position hat jetzt die SPÖ bei der Zuwanderung, aber zum Beispiel auch in Klimafragen, dann sagen die meisten, so richtig weiß ich es nicht. Ist natürlich das Dilemma. Erste Feststellung, es muss jemand sein, der Wahlen gewinnen kann. Weil es hilft nichts, bei 25% zu landen. Das wird Blau-Schwarz nicht verhindern. Ja, aber zweite Geschichte, auch mit rechts und links. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie, Herr Dr. Lackner, beispielsweise sagen, der steht rechts, Doskozil steht nicht rechts. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, den Eindruck, er war dagegen, gewonnen, dass man Kinder aus Moria aufnimmt. Und das gefällt also mir nicht. Ganz klar, dann sagen Sie mir einen anderen Landeshauptmann, der so viel Soziales macht, der selber die ukrainischen Kinder und Waisenkinder abholt, der beispielsweise, wir haben sogar Pflegeeltern, die ukrainische Kinder aufnehmen, bekommen Geld dafür. Wir haben eine 100%ige Quote, zum Unterschied von anderen Bundesländern, wenn es darum geht, wo kann man die Flüchtlinge, wo kann man die Asylwerber unterbringen. Kunst, Kultur, links haben Sie angesprochen. Noch nie hat es so viel Förderung gegeben, auch in Corona-Zeiten, und Unterstützung für die Kunst, für die Kultur im Burgenland. Also dieses Rechts-Links finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich sage nur noch einmal, wichtig ist, es braucht jemand, der stark genug ist, genau die Lager sozusagen, die es aus meiner Sicht eh nicht gibt, die man immer da rein interpretiert, dass man die wirklich zusammenfasst, führt, anführt, ein Team schafft. Und Pabla ist oft gefallen worden, ist oft gefallen als Name. Super, keine Frage. Nur eins ist auch klar. Könnte man wirklich mit Pabla eine Wahl gewinnen? Kriegt man da über 31, 32, 33%? Das ist ja noch nicht abgefragt. Es geht Es braucht ein Team. Das wollte ich jetzt ins Treffen führen. Es gibt noch zwei Umfragen, Unique Research und Market von vor ein, zwei Tagen, die im Wesentlichen einhellig, nicht ganz genau gleich natürlich, immer natürlich nur Randy Wagner und Doskozil abgefragt haben. Pabla ist da nicht dabei. SPÖ mit Randy Wagner Platz 3, SPÖ mit Doskozil Platz 1. Das ist so jetzt so im Wesentlichen der Tenor. Ihnen kurz hinlegen, weil das sozusagen verstärkend, worauf Frau Dunst hingewiesen hat. Wenn man eine Umfrage macht und sagt, wer gefällt dir besser, ja, dann frage ich ja alle ab. Alle Menschen. Es sind ja nicht nur SPÖ-Wähler abgefragt worden, sondern alle. Das sind das einmal so Leute, auch die sicher FPÖ wählen, die haben gesagt, na, von denen, die da kandidieren, gefällt mir der Doskozil am besten. Der würde aber trotzdem nicht die SPÖ wählen. Ich habe es als Sonntagsfrage verstanden, da muss ich jetzt widersprechen. Ja. Nicht als Frage, wen hätten Sie lieber bei der SPÖ, obwohl Sie FPÖ-Wähler sind. So habe ich die Umfrage nicht verstanden. Diese Umfragen, die Doskozil selber immer präsentiert hat, das waren ja solche Umfragen. Wenn man wie heute das waren andere Umfragen, nicht die Doskozil. Wenn nur die SPÖ-Wähler abgefragt werden, wie heute im Kurier in dieser Umfrage zu lesen ist, die sind schon eher Doskozil kritisch gewesen und eher für die Randy Wagner. Die SPÖ-Wählerschaft, darum bin ich auch nicht so sicher, wie diese Mitgliederbefragung ausgehen wird. Aber wenn ich die ungewöhnliche Sache machen darf und ich als Diskussionsteilnehmer den Diskussionsleiter Recht zu geben, Tarek Leitner hat vorher gesagt, es wird eine sozialdemokratische Partei nur dann die Wahl gewinnen, wenn sie ein Stückerl vom bürgerlichen Publikum einkassieren kann und nicht nur die links der Mitte, das sind zu wenige. Und das stimmt natürlich. Das sind diese Leute, von denen Bruno Kreisky seinerzeit gesagt hat, ein Stück des Weges mit einem gehen. Und das sind die Leute, die in der ÖVP gewählt haben und jetzt schockiert sind über das, was da in Niederösterreich beschlossen wurde. Ich wollte noch etwas zu dieser Umfrage präzisieren, auch die Hans-Peter Doskozil präsentiert hat. Es war schon so,
dass er in Summe, eben wenn man alle fragt, vor die SPÖ auf Platz 1 bringen würde, mit FPÖ und ÖVP-Stimmen. Aber wenn man nur SPÖ-Wähler fragt, also er würde bei der SPÖ-Wählerschaft schlechter abschneiden, als wie wenn Rendi Wagner. Und darum will er ja auch die Mitgliederbefragung, weil er ja weiß, dass er wahrscheinlich in den Gremien die schlechteren Karten hatte. Aber wenn man sich eben diese Umfragen genauer anschaut, dann sieht man schon, dass sie eigentlich das Klientel, die Wähler, besser binden kann an die Partei, wie Hans-Peter Doskozil, aber er natürlich von den Freiheitlichen und ÖVP-Wählern eher wählbar wäre. Die Frage ist dann aber trotzdem, wechseln die wirklich, wenn die eigenen quasi die Partei eher verlassen? Doskozil hat das auch im Burgenland gezeigt. Nationalratswahlen, ein Drittel der ÖVP, vorher Kurzwähler, hat dann Doskozil gewählt. Und bei aller Wertschätzung, unsere Mitglieder sind uns ganz, ganz wichtig, höchste souverän. Auch alle, die SPÖ dann wählen. Nur das wird bis jetzt zu wenig sein. Es braucht mehr Kraft, um Erster zu sein und Blau-Schwarz zu verhindern. Ja, da braucht es mehr. Braucht vor allem auch, und wir sehen ja dieses Problem, dass es ja nicht erst seit der aktuellen Diskussion gibt, die jetzt seit ein paar Monaten, Jahren geht, dass die SPÖ in Umfragen absagt und immer schlechtere Wahlergebnisse einfährt. Und das spricht ja auch dafür, dass es um mehr geht als nur um eine Person, die man jetzt an der Spitze austauscht, sondern es braucht schlicht und ergreifend auch in gewissem Maße eine inhaltliche Neuaufstellung, dass man sich fokussiert, auch ganz klar wieder vom System zur Alternative zu werden. Und wie gesagt, wir haben Leute, die 2023 in Österreich 40 Stunden in der Woche hackeln und damit nicht rauskommen. Und das ist ein Skandal. Siehe Mindestlohn. Das ist ein Skandal, wo man sich die diversesten Punkte anschauen muss und wo man aber auch die Glaubwürdigkeit herstellen muss, dass man da, wo man regiert, diese Punkte auch entsprechend umsetzt. Und das ist ja auch der Punkt, der Wählerinnen anspricht. Also es ist ja keine Raketenwissenschaft, dass man sagt, dort, wo man glaubwürdig Inhalte umsetzen kann, dort wählen Leute auch in weiterer Folge die SPÖ. Also ich bin dagegen, dass man das nur auf diesem Asylthema entsprechend auf auch hängt. Gerade wenn man sich die Nachwahlbefragungen anschaut, Sie werden das besser wissen als ich, sind ja vor allem die Fragen zur Teuerung, die Fragen zur Pflege, wahlentscheidende Themen, wo es Konzepte braucht, wo es Glaubwürdigkeit braucht und soweit was damit einhergeht. Ist die SPÖ aber im Moment eben überhaupt nicht. Und daher möchte ich am Schluss schon noch dazu kommen, weil das immer wieder auch medial diskutiert wird, ob die Gefahr besteht, dass sich die SPÖ im Zuge dieser Mitgliederbefragung, von der Sie sagen, eine Stimme mehr reicht schon für den Herrn Doskozil und damit ist es erledigt und der Parteitag hat das nur mehr abzusegnen oder abzunicken. Ob nicht, wenn die Zustimmung, wie Sie das vorher ins Treffen geführt haben, bei unter 20% sogar liegt, oder aber selbst wenn es mit einem Zweier vorne ist, ist es wohl zu wenig für ein deutliches Votum, von dem da hier auch zuweilen die Rede war, ob nicht nach einem solchen Prozedere, das dazu führt, dass dann alle bei 20-30% liegen, die drei Schwergewichte, sage ich, und viele andere dann noch mit insgesamt 30% oder so zusammen auf dieses Ergebnis kommen, dass es dann doch eine andere Person sein wie könnte, die dann plötzlich entweder von Parteimitgliedern aufgestellt wird oder sich selber ins Spiel bringt, die dann zur Rettung kommt und vielleicht auch das Potenzial zur Versöhnung in der Partei haben kann. Ist das eine denkbare Variante überhaupt für Sie? Also ich möchte nicht wissen, was dann 149.000 Mitglieder in Österreich sagen, wenn man jetzt sagt, ja, dann kommt irgendjemand anderer. Es wird eine Mitgliederbefragung geben, es geht um 149.000 Mitglieder. Die sind da souverän, die werden entscheiden. Das ist bindend, auch für den Bundesparteitag. Aber das ist es nicht, meines Wissens. Aber korrigieren Sie mich hier in der Runde. Das ist ausgemacht. Morgen ist Präsidium. Ich bin überzeugt, also, dass das Präsidium wieder das Gleiche sieht. Warum? Kann ja nicht so weitergehen, dass das Präsidium müsste einen Beschluss dann gegen die eigenen Statuten fassen, wenn das noch einmal, sozusagen eine es muss einmal das aufhören, soll, dass wir, anstatt zu Inhalten zu kommen, kombiniert mit einer Person, dass wir uns vor ganz Österreich, und da muss man wirklich sagen, man muss sich entschuldigen, dass dafür das nicht besser dafür haben wir heute ist. Eingeladen. Aber genau deswegen haben wir heute eingeladen, nicht um über Inhalte der SPÖ zu diskutieren. Das sage ich ganz offen, für mich ist ganz klar, wir leben in einer Demokratie, Gott sei Dank. Um die Führungsfrage. Und es geht, Olaf Scholz zum Beispiel, wegen zwei interne Widersacher hat er um 1,7% mehr gehabt. Demokratie, das ist, wird der... Der oder die, die gewinnen, zur Kenntnis nehmen. Und das ist egal, wie viele Bürgermeister gibt es. Das könnten wir jetzt auch noch diskutieren. Da ist es nur um den Vorsitz gegangen und die Kanzlerkandidatur war dann wieder jemand anderer. Ja, und dann geht es ums Team und um die Zusammenführung. Und ich bin sicher, dass das gelingt. Okay. Da braucht es eine starke Persönlichkeit. Also kein anderer ist Ihre Antwort. Das möchte ich nur zum Schluss schon noch ganz kurz da einfangen, ob diese Möglichkeit für andere von Ihnen denkbar ist, dass sozusagen aus einem allfälligen Crash nach einer wirklich schiefgegangenen
Mitgliederbefragung, die ist ja noch nicht einmal gestartet sozusagen, dann jemanden anderen hervorbringt? Ja, halte ich für möglich. Ich halte alles für möglich. Es ist die Situation so derartig verfahren. Niemand weiß, wie diese Mitgliederbefragung abgewickelt werden soll. Das Ergebnis kann so sein, dass der Erstgereihte 22% hat bei 73 Kandidaten. Und dann ist es natürlich so, wie Sie gesagt haben, es gibt ein Parteistatut. Sie haben nicht recht. Es gibt ein Parteistatut, das festlegt, wie der oder die Vorsitzende zu wählen sind. Das kann man ändern, das Parteistatut. Das kann aber wieder nur ein Parteitag ändern. Also man müsste einen Parteitag machen, das Parteistatut ändern und dann kann das passieren, was Sie sagen, dass die Mitgliederversammlung entscheidet, ja? Oder die Mitgliederabstimmung entscheidet. Aber so geht es nicht. So muss der Parteitag den oder die Vorsitzende wählen. Aber ich glaube, es ist schon, also der klare Handlungsauftrag, der auch, oder warum gibt es diese Mitgliederbefragung, um eben den Mitgliederwillen abzubilden? Ich glaube, man wird sich Möglichkeiten überlegen müssen, wie man eine eindeutige Willensbekundung hervorbringt, sei das eben mit verschiedenen Wahlsystemen, der Möglichkeit einer zweiten Runde, wobei ich der Ersteres wahrscheinlich aus dem zeitlichen Aspekt für geschickt halten würde. Aber die Tatsache, dass wir sagen, wir machen eine Mitgliederbefragung und fragen 149.000 SPÖ-Mitglieder, wer soll das machen, führen das nicht zu einem eindeutigen Ergebnis und sagen, dann ein Parteitag soll machen, was er für richtig hält, halte ich aus meiner Sicht nicht für die verantwortungsvollste Art und Weise. Nachdem wir eher ans Ende kommen, zweite Runde ist da gerade aufgepoppt, also das hieße, dass die SPÖ es auch schafft, bis sie den Herbst mit sich beschäftigt zu sein. Ich persönlich finde, dass ein neues Gesicht ganz gut tut, der SPÖ. Sie hat einen gewissen Stillstand. Und ich finde die Mitgliederbefragung, ich habe das auch so verstanden, dass nicht bindend ist, dass das quasi erst am Parteitag beschlossen dann wird. Und ich finde, dass man das, die Mitglieder, was die bestimmen, eigentlich nachher auch so nehmen sollte. Und wer das nachher wird, das weiß ich jetzt keiner, weil bei 73 Leuten, das ist ja, wer nachher die Mehrheit hat, bin ich der Meinung, der soll es werden. Es kann natürlich bindend sein, faktisch, was die Dynamik der Macht betrifft. Aber nur wenn es so deutlich ist und nicht so, wie wir es besprochen haben. Herr Klenk, Sie wollten, glaube ich, dazu noch. Nein, ich wollte das nur sagen, man kann sich natürlich nicht nur dem ausliefern. Natürlich muss es da eine zweite Ebene geben. Ja? Ich meine, dass dann nur die Parteimitglieder letztlich über die Zukunft Österreichs entscheiden, hielt ich auch für etwas verwegen. Ne? Weil letztlich geht es ja darum, ob eine, sagen wir jetzt einmal, linksliberale Mehrheit eine schwarz-blaue Regierung verhindert. Das ist, und wenn dieser Mitgliederentscheid komplett in die Hosen geht, weil auf einmal, ich weiß nicht, irgendjemand gewinnt, der letzte Sekunde mobilisiert hat, dann wird ja wohl der Parteitag noch einmal darüber beraten können. Ne? Ich meine, so gescheit wird die Staatstage der SPÖ sein. Eine mögliche Spitzenkandidatur sowieso noch beschlossen werden. Ja. Aber ich glaube schon, auch in der Ernsthaftigkeit, wie ernst nimmt man seine eigenen Mitglieder, werden wir, glaube ich, gut beraten darin, Entscheidungsprozesse herbeizuführen, dass das Mitglied oder dass die Willensbekundung der Mitglieder sich dann auch äußert in der Frage. Aber der Punkt ist ja, dass es jetzt einmal diese Diskussion gibt. Die ist ja grundsätzlich einmal befruchtet. Genau. Ist richtig. Wir müssen nur in unsere Entscheidung Also Frau Dunst, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es soll ein Ende sein, aber 5 Stimmen mehr wird kein Ende bringen. Das kann das Problem sein. Kommt immer darauf an, wer dann die meiste Zustimmung hat, Randy Wagner hat das ja schon einmal versucht mit einer Mitgliederbefragung und es war kein Ende. Und ich glaube, da hat sie über 70% gemacht bei dieser Mitgliederbefragung und es war auch kein Ende. Also insofern, ich wünsche Ihnen viel Glück, ein eindeutiges Ergebnis, aber mit diesem Prozedere habe ich halt meine Zweifel. Apropos Ende, wir müssen zum Ende kommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die engagierte Diskussion hier im Zentrum. Morgen tagen ja wieder SPÖ, Präsidium und Vorstand. Da wird dann wohl vieles von den jetzt angeschnittenen Themen weiter diskutiert, ob es auch klare Antworten gibt. Sehen Sie dann in unseren ZIP-Sendungen. Bis morgen. Auf Wiedersehen.